Jo, meine Freunde, und herzlich willkommen zur zweiten Folge Roblox Remastered. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da, schreibt einen Kommentar, checkt die Playlist aus und empfehlt mich weiter. Vielen Dank. Ja, in der letzten Folge haben wir ziemlich passiert, waren aber auch nur Bots dabei. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich mir den Fury noch geholt für 5 Euro. Ja. Und was da drauf hat, das sehen wir. So. Game on, würde ich mal behaupten. Ich glaube, jetzt sind keine Bots mehr dabei. Es sind jetzt richtige Spieler. Also es wird jetzt schon spannender. Natürlich ist der noch langsam. Wie getan hat sich mit Led, also der Lampelett, der jetzt Level 3 ist. Natürlich dauern dann auch die Schlachten jetzt länger. Aber ich muss mal den Fokus nehmen. Das kann ich eigentlich schon machen. Das war dann wieder vergessen. Ich würde auch meine Zeit geben, dass wir das in der Upgrade machen. Am Anfang dann hat sie noch gar nicht gesehen. Und ich weiß nicht, warum ich nicht. Die Offensive. Ja, natürlich kann man auch über weggesniped werden, aber ich fand da halt immer, wenn ich die Offensive auch nicht so gespielt habe, war ich nicht gut. Meine Meinung, dass
sah die vorher schon besser aus, aber sonst eigentlich alles recht. Perfekt, noch eins eingenommen, gibt noch mal ein bisschen Gold. So. 10 Gold, 204.000. Spielen wir Team Deathmatch gerade, oder? Wir nehmen schnell spielen lassen, wir dem Zufall entscheiden, wie auch immer. Fangen wieder an mit dem Fury, weil wir den jetzt erst neu haben. Let's go, meine Freunde. Ja, hier oben. Dass jetzt nach oben geht. Oh nein. Trotzdem würde ich mir gerne das Ziel zu spielen abstellen, weil es nervt, wenn da eine vorbei lässt, wenn man die Böne bekommt. Und der Typ hat nur Angst vor Gott, dass die, er ist fast tot, aber die Kräfte ist ja rein. Man merkt schon halt, dass man hier relativ am Anfang ist, weil die Leute, wie man halt am Anfang ist. Ich bin jetzt auch kein Vorteil, aber ich glaube, dass man hier auch kann. Ich bin schon sehr lange nicht angefangen, hab grad den Schiffsbohne gekauft und die Boa in der alten Straße. Ja, die Boa ist auch angefangen. Muss man halt so sagen, was es war. Da kamen die Menschen mit Gott und so, kamen da irgendwann auch schnell raus und waren da übelst teuer, jede Leute zu haben. Aber irgendwie waren die kaputt. Also ich finde jetzt, also Jesse ist schon neu, Doc vielleicht auch, aber den Quatsch oder wie der heißt jetzt, bin ich nicht so. Ich das hat eher, keine Ahnung, ich hatte den mal, ich bin den auch nicht. Geht hier einfach durch und ich kann nie, wo ich sagen kann, ja, ich gehe hier durch und ich bin hier voll. Ich würde mich auch beantragen, ich bin hier voll, ich darf es nicht. Aber irgendwie, jetzt weiß ich, wie sich die Leute fühlen, die alles einfach frei haben und alles wegzuziehen, was ist. Klar, ich bin jetzt nicht unbesiegbar. So, ich kann da wegrasiert werden komplett. Ist natürlich jetzt keine Frage. Und es ist auch nur jetzt noch OP. Und später halt auch nicht mehr, aber ihr wisst ja,
Das ist noch ziemlich krass. Naja, wie dem auch sei. Was ist erst mit der Folge? Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Empfehlt mich weiter, checkt die Playlist aus in der Videobeschreibung. Ja, schreibt gerne mal ein paar Kommentare, Vorschläge. Ich heiße Pilot EGM2, falls ihr Bock habt, so könnt ihr das gerne tun. Ansonsten schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Haut rein. Ciao.